Gestern hat Jessica Robbins ein Video veröffentlicht, wo sie ganz klar sagt, ich quitte Competitive Yu-Gi-Oh! Ich habe mit vielen Leuten auf der EM gequatscht und die allgemeine Stimmung war so, geht so, sage ich mal, geht so. Und super viele haben sich über Fiendsmiths aufgeregt. Super viele haben gesagt, die Karten sind viel zu stark, die Karten sind viel zu broken, die Karten machen das Spiel kaputt und die sind einfach nur unfair. Ich glaube, Fiendsmith ist nicht unbedingt das Problem. Ich glaube, dass die Paywall dahinter das Problem ist. Stell dir mal bitte vor, Fiendsmith wäre wie Tempered Dragon. Alles wäre Common und die Engraver wären Super Rare. Haben wir dann immer noch das Problem, dass so viele Leute dann über Fiendsmith abkotzen und sagen, boah, die Engine ist viel zu broken, die ist viel zu krank. Die ist kacke, die ist unfair, die macht das Spiel kaputt. Nein, ich glaube nicht. Weil dann ist die Engine quasi für jeden verfügbar. Klar, die Engine würde dann auch keine 20 Cent kosten und der Engraver würde dann auch keine 1,50 Euro kosten in Super Rare. Der wäre wahrscheinlich auch bei vielleicht 5, 6 Euro, vielleicht sogar auch bei 10 Euro. Aber trotzdem wäre das alles noch bezahlbarer, als jetzt zu sagen, okay, ich muss 300 Euro oder so für die Fiendsmith Engine ausgeben. Ich meine, ich habe die Fiendsmith Engine gekauft. Ich besitze die Fiendsmith Engine. Und ich bin damit absolut fein, dass ich sie habe. Aber nicht jeder hat sie. Und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen auf der EM teilweise, gerade auch am Sonntag, habe ich mit echt vielen Leuten gequatscht. Und so viele haben mir gesagt, so, ey Tim, ich würde gerne Deck XY spielen, kann es mir aber nicht leisten, weil Fiendsmith. Und das finde ich so schade. Ich finde es so schade, dass Leute Bock haben, ins Competitive Yu-Gi-Oh! Einzusteigen oder wegzukommen von ihrem Rogue-Deck oder ihr Deck einfach noch verbessern wollen, aber es nicht können, weil es hinter einer Paywall steckt. Da macht das OCG-System definitiv einen besseren Job. Also einen viel besseren Job. Zum Beispiel, ich habe mit Dennis gesprochen, DTV. Liebe Grüße gehen an dich, Ross, mein Lieber. Wir haben Sonntag uns unterhalten und er meinte auch, Atom, ich hätte so Bock auf Magical Muskeltier Fiendsmith. Und du meintest selber zu mir, ey, ich kaufe mir das nicht, weil Fiendsmith. Und ich kann es verstehen, weil du hast deinen relativ günstigen Deckchor und butterst da aber irgendwie noch 300-400 Euro rein, damit du das Deck spielen kannst oder gut spielen kannst. Und das ist genau das Szenario, dass viele Casuals, viele Leute, die auch vielleicht Meta spielen wollen oder ihre Decks schon zu Hause da haben und sagen, ey, ich würde jetzt gerne, ich kann aber nicht, weil die Paywall so groß ist. Was glaubt ihr, was könnte in Zukunft noch auf uns zukommen? Und was müsste passieren, damit wir diese Unzufriedenheit endlich mal ein bisschen loswerden? Weil ehrlich gesagt, ich finde es echt schade. Mir macht das Yu-Gi-Oh! TCG immer noch unglaublich viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde es absolut großartig. Und ich kann aber verstehen, warum so viele Leute unzufrieden sind. Lasst uns mal in den Kommentaren einfach mal ein bisschen quatschen. Und aus euren Kommentaren würde ich dann versuchen, ein neues Video zu bauen, um mal auf eure Kommentare, Vorschläge und Ideen einzugehen. Also ich würde mich freuen, wenn wir unten in den Kommentaren eine fette Diskussion starten und dann gibt es aus euren Kommentaren und Antworten und Ideen wieder ein neues Video. Denkt dran zu abonnieren, wir machen bald die 1000 voll, es wählen nicht mehr ganz so viele Leute und falls du meinen EM-Vlog noch nicht gesehen hast, dann schau jetzt hier gleich mal auf der rechten Seite, da gibt es den EM-Vlog. Also bis dann, tschüss! In den Hallen tobt die Schlacht, Karte in der Hand. Jeder duelliert sich, die Besten aus Europa. Sie kämpfen um den Sieg, Strategie und Mut, in jedem Herz ein Feuerstrom.